So, da wollen wir doch mal gucken. Da wollen wir doch mal gucken. Dürfte eigentlich alles fertig sein. Geil. So. Platsch, platsch. So, jetzt wäre wieder ganz rechts eigentlich voll geil. Ja, genau. Das eine Mal wollte er gar nicht und jetzt kriege ich nur noch Bonus. Okay, komm, ganz vorbei. Nehme ich jetzt aber. Patsch. So. Nehmen wir das. So. Okay. Also nochmal schauen. Davon haben wir jetzt 8, davon haben wir 10. 10, 3. Gut, warte mal. Wir haben Hindukusch und Northern Lights brauche ich dafür. Dafür hatte ich die hier. So, Northern Lights. Hindukusch. So. 1, 2, 3. Eine Jack Hera habe ich nirgendwo stehen. Und dann hatte ich für Honig war das, ne? Sauer Diesel und Hindukusch. So. Oh wow. Nicht mal zweimal. Schon unnötig. So, wenn ich jetzt noch eine Hindukusch hätte, dann könnte ich sogar noch ein drittes Mal aussäen. Gut, dann kommt da jetzt noch mal eine Hindukusch hin. Und in die beiden Töpfe hier kommt eine Jack Hera. Wobei, warte. Jack Hera und Chem Dog. Das heißt, das hier wird eine Chem Dog. Denn ich möchte ja schon gerne beide Öle ein bisschen pushen. So, und wenn ich jetzt einige 13 Haze abschneide, kann ich vom Platz her auch machen, dann geht die Story weiter. So. Fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kriege so ein Ding, 10.900 Geld und 70.000 Erfahrung. Es kann nicht schlimmer sein als Jimmys letztes Küchenexperiment. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat, dass der Teig an der Decke klebte. Wie ist es gelaufen, Jimmy? So lala, ich habe das volle Indica-Gefühl bekommen, nachdem ich eine Menge Mangos gemampft habe, aber das Gefühl irgendeiner anderen Sorte habe ich nicht hingekriegt. Mr. Green sagt, das liegt am Entourage-Effekt. Die Wirkung aller Terpene und Cannabinoide zusammen ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Verflixt, ein selbst erfundenes Kochrezept mit Cannabis wäre zu viel verlangt. So, wie geht das jetzt weiter? Ein weiterer krasser Tag und mehr Leute in der Stadt brauchen unsere Hilfe. Außer Jimmy. Er kann doch nicht schon wieder durchgefallen sein. Ah, er ist ein guter Junge. Mit etwas Glück nimmt das auf die leichte Schulter und kifft irgendwo. Zieh dein Ding durch und hilf unseren Freunden und Nachbarn. Butter,
Zwei Deals mit denen, zwei Deals mit dem. Okay. Mal gucken, was die überhaupt wollen hier, Herb und Herny. Ja gut. Mit ein bisschen Hindukusch zwei Deals mit denen abschließen. Mit ein bisschen Hindukusch. Na komm, dann machen wir das doch mal. Pflanzen wir eine Hindukusch. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wie viel Hindukusch habe ich gerade aktuell? 5. Vielleicht brauche ich auch noch eine zweite Hindukusch, aber ich habe keinen Platz mehr. Das wird schon irgendwie... Ach, guck mal hier. Dankeschön. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt angekommen, an dem ich 20 Diamanten abstauben kann. Okay. Hört sich sehr gut an. Sieht auch sehr gut aus. Hat sich hier irgendwas ergeben? So. Jetzt habe ich natürlich mein Lager wieder ein bisschen geleert. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ja gut, Butanhaschöl ein bisschen. Ein bisschen. Ach so, genau. Ich hatte ja auch Züge weggeschickt. Lass da mal sehen, was dabei rumgekommen ist. 2280 sind das. Okay, nochmal. Hier ist ein Karton. Ich brauche 4 Plätze im Lager. Das ist aber wieder jede Menge Plastik. Das heißt, mein Plastikziel habe ich gleich wieder erreicht. Ich muss jetzt nur irgendwas aus dem Schuppen verkaufen. Dann nehmen wir, glaube ich, am besten mal so Lampenzeug. Irgendwas, von dem ich mir einigermaßen sicher bin, dass ich es noch nicht brauche. Das hier zum Beispiel, Patsch. Und dann... Die Pumpen brauche ich auch für den Bahnhof, habe ich festgestellt. Komm hier, die Glühbirnen, zack. Jetzt haben wir 5 Plätze frei. Wenn ich jetzt den hier wegschicke, dann kann ich den unteren sogar nochmal wegschicken. Also den könnte ich jetzt auch wegschicken, aber dann haut das nicht mehr hin, weil ich brauche ja erstmal den Sprit von dem. Aber ich werde das hier mal befüllen. Alter, 10? 10 Milch will der? Krass. Der Fernseher tut nicht, was er soll. Und diese Idioten beim technischen Kundendienst sind nutzlos. Warum hast du überhaupt einen Fernseher? Ich schaue mir alles auf meinem Telefon an. Und wen soll ich dann anschreien, wenn mein Telefon kaputt ist? Wir sollten dir etwas zum Runterkommen besorgen, damit du den Kundendienst nochmal anrufen kannst. Ich habe eigentlich auf Danny geklickt. Das ist aber immer noch dieselbe Story hier.
Nein, jetzt ist die Milch wieder weg. Nein. Irgendwas ist ja immer.